Das heißt, wir können jetzt mal nach Berikost reisen, dort schlafen. Dann zum Tempel und das Gebiet hier uns angucken. Abgesehen von Feuerweinbrücke und Gullikin. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ja, die haben immer noch einen zu guten Ruf. So, jetzt gucken wir mal, welche Aufgaben können wir abgeben? Also zum brennenden Zauberer dem Typen seine Stiefel mal geben. Und dann einfach mal die Blöcke hier noch abgehen. Ich habe die hier alle schon abgeklärt. Dann werde ich mal hier unten das vom Firebeard abgehen. Also die Häuser hier. Und dann den Block hier bei der Schmiede und dann den Block. Wobei ich könnte erst den... Nee. Im Herrenhaus war ich, glaube ich, schon. War ich im Herrenhaus schon? Nein, sieht auch nicht so aus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Euch schickt der Himmel. Hier, all das Gold, das ich euch gestohlen habe. Ich bin zwar ein Kleptoman, aber zumindest ein Ehrbarer. Stimmt's? Ich gebe euch auch noch 100 Goldmünzen dazu. Betrachtet das als Anzahlung auf euren Tascheninhalt. Ja, Erfahrung und Dings. Und ich habe die Stiefel. Bin ich losgeworden. Ja, Zulung macht in unserem fortwährenden gemeinsamen Therapiesitzungen Fortschritte. Er hat seine kleptomanische Veranlagung zugegeben und ist sogar so weit gegangen, das Gold zurückzugeben, das er bisher gestohlen hat. Am erstaunlichsten war jedoch, dass er mir 100 Goldstücke mehr angeboten hat, als eigentlich fähig gewesen wären. Traurigerweise bezeichnete er dies als Anzahlung auf den Inhalt meiner Taschen. Ich habe die Hoffnung jedoch nicht aufgegeben, dass er mit der Zeit geheilt werden kann. Ja, das ist halt das Problem bei Baldur's Gate und einen bösen Charakter spielen. Und da kriegt man solche Tagebucheinträge. Ja. Wird Zeit, dass wir mal wie Könige schlafen. So, wir sind alle bis auf Ikonia voll geheilt. Ja. Aber auch darum können wir uns kümmern. Also ja, ich fange bei dem Haus an, arbeite mich bis zu Firebeard. Und ja, den nächsten Akt will ich erstmal noch meiden. Wie ihr wünscht. Meine Mama will nicht, dass ich mit Fremden spreche. Hey, hallo, ich fürchte, ihr habt meine unverschlossene Tür als Einladung zum Eintreten und missverstanden. Entschuldigt, wenn dies den falschen Eindruck hinterlassen haben sollte, es war nicht meine Absicht, jeden Fremden auf der Straße hereinzubitten. Ich bitte euch, meine Entschuldigung anzunehmen, wäre aber gleichzeitig auch dankbar, wenn ihr jetzt ginget. Mein Mann ist bei der Garde, ich denke schon, dass er etwas dagegen hätte, dass sich Fremde in seinem Haus befinden, wenn er heimkommt. Welches Buch sollten wir nochmal für Dings besorgen? Schicksalsmünze. Hatte ich das nicht irgendwo? Nicht bei meinen Leuten. Schattental, okay. Hier ist verschlossen. Ja, Safana hat zwar nicht mehr so viel Skrupel wie Imoen. Aber natürlich, Schätzchen. Was das Klauen angeht.
Ein Heldentrank. Juhu. Schicksalsmünze? Von Dopa und dem goldenen War? Nein, brauchen wir nicht. Nein. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier gibt es keinen Eingang, weil das ist das der Anbau vom windigen Schwindler. Das heißt, wir gehen ins nächste Haus. Hier sind nur zwei Bürger. Wer ist da? Ich erwarte keinen Besuch. Mit euren ganzen Waffen seid ihr wahrscheinlich ein Dieb, oder? Tut mir bitte nicht so leid. Ich bin kein Dieb. Verzeiht, dass ich euch erschreckt habe. Ihr habt verstanden, worum es geht. Bleibt ruhig und ich werde euch nichts tun. Ihr interessiert mich nicht im Geringsten. Ich möchte nur das Haus erkunden. Ihr müsst geistesgestört sein, wenn ihr in Häuser einbrecht, nur um sie euch anzusehen. Wieso verbreitet ihr so viel unnützen Ärger? Verlasst bitte mein Haus, so wie ihr es vorgefunden habt. Ja. Ja, mein. Aber natürlich, Schätzchen. Leer. Verschlossen. Nun, schrottiges Kurzschwert, okay. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Nächstes Haus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sagt, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen und jetzt blippt sie aus. Wie könnt ihr es wagen, ungebeten mein Haus zu betreten? Zu meiner Zeit wäre euch in so einem Fall ein Schwert im Rücken sicher gewesen. Eigentlich hättet ihr eine ordentliche Abreibung verdient. Und das ist nicht nötig. Ihr könnt so offensichtlich auf euch selbst aufpassen. Ich würde nicht im Traum daran denken, euch anzugreifen. Diesen Kampf würdet ihr sicherlich verlieren, gnädige Frau. Seid dankbar, dass ich kein Interesse habe, eure Entschlossenheit zu prüfen. Ich gehe jetzt. Leere Worte von einem verschreckten Mädchen. Ich nehme, was mir passt und ihr versucht besser, nicht mich daran zu hindern. Nehmen wir mal das. Kriegt in das stinkende Loch zurück, aus dem ihr gekommen seid. Lasst euch hier nie wieder blicken. Sie ist sehr nett. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. So, hier oben wieder dasselbe Spiel. Ja, wie ihr wünscht. Safana ist halt eine richtige Langfingerin. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Wer entschuldigt, aber... Sehr freundlich. Entschuldigung, aber wir haben einige Freunde erwartet, die schon seit langem hinkommen sollen. Herr Colette wird sehr enttäuscht sein. Bitte stört ihn nicht. Wie kann ich helfen? Ah, hier sind wir richtig. Worum geht es diesmal? Hi, du da. Oi, der Dummschwätzer. Bitte keine Besuche heute. Ich fühle mich so schlecht, seit mein Sohn verschwunden ist. Ich habe dem Narr gesagt, er soll in diesem gefährlichen Zeit nicht reisen. Vor allem nicht mit Frauen und Kindern im Schlepptau. Aber er kann ja nicht hören. Ich habe keine Ahnung, wo er... Halt. Woher? Woher habt ihr dieses Amulett? Dieser billige Plunder, das ist doch nur ein Stück Abfall von räuberischen Hyänen, das von räuberischen Hyänen hinterlassen wurde. Es funkelt jedoch recht nett. Ein paar Narren haben sich auf den Weg nach Naschke gemacht und wurden von Räubern überfallen. Sie hatten keine weitere Verwendung dafür oder für die anderen Dinge, die sie bei sich führten. Es war kein schöner Anblick, aber letztendlich habe ich davon profitiert. So böse sind wir nicht. Es war ein schrecklicher Anblick. Eine junge Familie ermordet während eines feigen Überfalls. Das gehörte zu ihrer dürftigen Habe. Nehmen wir das. Das gehörte meinem Sohn. Bitte, kann ich es haben? Sicherlich, mein Herr. Es ist bedauernswert, dass ihr nicht früher, dass ich nicht früher kam und ihren Tod verhindern konnte. Das ist die falsche Aussage für unseren Baden. Das wird nicht billig, es sollte euch doch einiges wert sein. Das glaube ich nicht. Ich habe es über eine weite Strecke mit mir getragen und der Verkaufserlös sollte meine Kosten mehr als decken. Nehmen wir das da.
Ihr wollt es verkaufen, seid ihr so sehr auf Gott versessen, dass ihr einem Mann die letzte Habe seines Sohns verweigern würdet? Dann könnt ihr es auch behalten. Fort mit euch, ich kann eure Fratze nicht länger ertragen. I like it here. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr schon wieder, ihr wollt wohl unbedingt das Schicksal herausfordern. Wie könnt ihr es wagen, mein Haus noch einmal zu betreten? Ich werde eure Anwesenheit keine Sekunde länger als nötig ertragen. Raus mit euch. Gut, dadurch hat sich unser Ruf jetzt mal wieder verschlechtert. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. So, Firebeards Haus. In dem Haus dafür südlich davon waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah, hier stehen wieder Bücherregale. Wenn das euer Wunsch ist. Oh, und da ist die Schicksalsmünze. Tag. Ihr närrischen Abenteurer seid auf der Hut. Ihr habt mich erschreckt. Ich bin keine Fremde mehr gewohnt. Das Reisen ist ja inzwischen viel zu gefährlich geworden. Bitte bleibt nicht zu lange hier. Die Kinder sind gegenüber jedem, den sie nicht kennen, misstrauisch geworden. Und es ist schwer genug, sie ruhig zu halten, wenn nur ich da bin. Wenn doch mein lieber Gatte nicht in die Minen gegangen wäre. Vom Beregos bis nach Nashkel in die Minen. Aber natürlich, Schätzchen. Falle zugeschnappt. Krass. Verlierer, Verlierer, Verlierer. Mama, da ist jemand im Haus. Oh, hau ab, sonst kriegst du was ab. Wenn Papa kommt, geht's tüchtig auf den Hintern. So, das heißt, wir können zu Firebeard gehen und ihm sein Buch bringen, was wir gerade ein Haus weiter geklaut haben. Ihr braucht nur zu fragen. Wenn der Typ mal stehen bleibt. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Ihr verhaltet euch einem alten Mann gegenüber sehr großzügig. Dann werde ich meinerseits auch großzügig sein. Lasst mich dafür ein anderes Buch geben. Es ist zwar etwas düsterer als jenes, welches ihr mir gegeben habt, aber ich glaube, es wird euch dennoch gefallen. Die Geschichte der Toten 3 und Schriftrollenbehälter. Also ja, die Geschichte der Toten 3. Das ist ein sehr interessantes Buch. Das lese ich dann nachher in der nächsten Folge mal. Aber ja, ein Schriftrollenbehälter ist schon mal praktisch. Dann können wir, glaube ich, auch Briefe reinpacken. Das, den Brief nicht, aber die Briefe hier. Den Brief müssen wir nämlich abgeben. Hier. In dem stabilen Behälter kann man mehrere Dutzend Schriftrollen verwahren, die so vor Feuer, Regen und Elektrizität geschützt sind. Gefahren, die in einem Magier, der auf Abenteuer aussieht, regelmäßig ausgesetzt ist. Mhm. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Der alte Firebeard war dankbar, dass ich ihn in einem Buch aufgespürt habe und hat mich belohnt. Ja, hauptsächlich mit dem Schriftrollenbehälter. So. Ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, jetzt geht's ab mit dem windigen Schwindler und wir reden mit dem Paladin. Weil normalerweise sollten seine Halbbrüder tot sein. Weil wir haben im Süden und Südosten und Südwesten und sonst überall alles auseinandergenommen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ah, Beinoir, ich dachte schon, dass sie ihr es sein könntet. Hier im Süden spricht man praktisch von nichts anderem als von euren Taten in Nashkel. Ich bin Offizier Weih von der Flammenden Faust und ehrlich gesagt könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich schäme mich einem Dreck um euren Namen und Titel, Offizier Weih. Das Wort der Flammenden Faust mag in dieser Gegend Gesetz sein, doch der Arm dieses Gesetzes reicht nicht bis zu meiner Klinge. Ja, sind wir mal freundlich und charmant. Ich bin geehrt, eure Aufmerksamkeit erweckt zu haben. Wie kann ich euch behilflich sein?
Meine Truppe und ich sind vom Baldur's Tor abgeschnitten. Wir haben schon seit fast einer Woche keine neuen Befehle erhalten und ehrlich gesagt gefällt mir das Ganze gar nicht. Die Überfälle sind seit eurer Rückkehr aus Nashkel schlimmer geworden. Früher dachte ich, dass es sich dabei nur um gewöhnliche Räuber handelt, die schnell etwas Geld verdienen möchten.